Hallo Slaps, willkommen zurück zu Thado Belly. Erst mal ums Kind rumlaufen müssen. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich muss zugeben, ich war gar nicht sicher, ob ich es heute schaffe, eine Folge aufzunehmen, da ich bisher richtig stressigen Tag hatte und dachte mir, oh, schaffe ich das noch? Aber ich habe mir gedacht, wahrscheinlich ist an so einem stressigen Tag so eine kurze Runde Thado Belly eigentlich genau das Richtige. Also machen wir das, um uns hier im Game noch ein bisschen weiter zu stressen. Hoffentlich nicht. Hallo Slurp, du bist so ein guter Nachbar, da dachte ich mir, ich sende dir ein wenig Tierfutter. Danke, Mani. Der Plan für heute ist, außer sich noch mehr zu stressen, ich will ganz gern kurz in die Mine, um zu schauen, ob wir ein bisschen was abarbeiten können für die Monsterliste. Und ich will so viel wie möglich verkaufen, um mir den Obelisken zu holen. Das ist der Plan. Von daher muss ich mich jetzt ein bisschen konzentrieren und schauen, was wir alles verkaufen können. Schon wieder voll. Ich kann leider nicht zu Pierre, weil der Gruselmarkt vorbereitet wird. Und daher muss ich jetzt... Verzeihung, muss ich jetzt andere Dinge finden. Und dann einfach gucken, dass wir den morgen bauen können. Obelisken. Ich denke, das reicht auch. Erstmal hier den Kram verkaufen. Aber was mache ich mit den Omnigeoden? Behalte ich und packe sie ins Lager. Wir gucken jetzt gerade noch bei den Hühnern. Und dann will ich mal ein bisschen hier schauen und gucken, was wir noch im Lager haben, was da raus kann. Dass wir viel zu viel gesammelt haben. Damit wir morgen auf jeden Fall genug Geld haben für den Obelisken. Okay, aber erstmal hier jetzt ein bisschen. Zack. Ich glaube, ich könnte auch ein paar Diamanten mal verkaufen. Das machen wir auch mal. Hier kommt hier rein. 30 Heu bei uns im Silo hinzugefügt. Mal schauen, was wir noch an Mayo haben. Das ist echt ärgerlich, dass wir heute nicht zu Pierre können. Hätten wir das heute schon erledigen können. Aber nun ist das so. Und irgendwann sollte man sich auch damit abgefunden haben. Also, muss man nicht, aber irgendwann ist es, glaube ich, gesünder. Wenn man es dann getan hat. Okay, wir gehen mal ins Lager. Der Baum kommt auch weg. Ein bisschen Ordnung hier schaffen. Den Baum hier oben hingegen, den will ich noch gleich mal düngen, in der Hoffnung, dass er dadurch dann ein bisschen wächst. Der Tee kann hier rein. Dann machen wir hier mal auch Teeblätter rein. Nein, das ist viel zu chaotisch. Du, ihr kommt mal raus. Und dann kommt ihr gerade hier drin. Ja. Ich glaube, den Tee mache ich auch gerade hier rein. Hier kommen die Fasern hin. Super. Was wollte ich jetzt hier drin machen? Gucken, was wir viel zu viel haben. Das wollte ich aber, glaube ich, im Kühlschrank machen. Oder ist hier auch was dabei? Guck mal, die Sachen. Die benutze ich da wahrscheinlich auch nie wieder. Oder? Ist es jetzt richtig dumm, die zu verkaufen? Ich glaube, nee, die habe ich aufgehoben, falls wir mal die Frühlings- oder Sommersaat noch machen wollen. Aha! Ich hatte mir was dabei gedacht. Wir brauchen keine 250 Kiefernzapfen. Dann verkaufe ich mal 100. Ich weiß gar nicht, was die bringen. Wahrscheinlich bringen die 110 Gold oder sowas. Ist hier noch irgendwas drin? Die Muscheln? Nee, die können wir wahrscheinlich noch verschenken. Ich kann mich halt auch nur so schwer von Sachen trennen. Komm, hier, Monster-Essenz. Wir kaufen aber 100. Ist ja wahrscheinlich auch Quatsch, so viele aufzuheben. Edelsteine heben wir mal alle auf. Und ansonsten, glaube ich, haben wir gar nicht mehr so viel. Was ist denn? Ah, das habe ich aufgehoben für die Challenge mit den Farben. Nee, wir lassen es erstmal so. Ich könnte aber noch... Habe ich noch einen Platz, den ich verkaufe erstmal? Hier in meinem Gewächshaus die Bäume ernten und gucken, ob irgendwas
erstmal hier ein bisschen konzentrieren kurz. Die Bäume ernten und gucken, ob in der Höhle oben noch was ist. Ah, einen Moment. Wir machen hier kurz das Baumwachszeug. Fasern und Steine. Das haben wir. Eins. Und die Fasern bitte zurück. Okay. Baumwachs. Wachse, Baum, wachse. Dann ernten wir hier die Bäume. Oh, das ist wieder Trüffel. Ah, perfekt. Alles her mit euch. Und hier Materialien. Und der Kram verkauft. Und dann um 2 macht erst die Monstergilde auf. Dann gehen wir da mal gucken, was uns noch fehlt. Und schauen, ob wir heute davon ein bisschen was machen können. Und dann ist heute Abend der Gruselmarkt. Grusel, Grusel. Ich will das hier auch hier irgendwann ein bisschen schöner machen. Das sieht alles so nach Stückwerk aus, ohne Konzept dahinter. Bin ich kein Fan. Aber uns wird bestimmt noch was einfallen. Ich würde hier auch gerne mal so ein Pavillon vielleicht machen, mit so ein paar Sitzbänken, mit Leas Kunst in der Mitte. Mal schauen. Und weil das könnten wir zum Beispiel auch hier oben hinstellen. Die Jukebox. Wir werden für alles noch einen schönen Platz finden. Okay. Ah ja, in die Höhle gucken, die Sachen rausholen und dann zur Monstergilde. Oh ja, hier ist auch schon wieder richtig viel los. Und voll? Ja. Ich hoffe, die Folge kommt noch rechtzeitig um 15 Uhr auf meinen Kanal. Ah, das könnte echt knapp werden. Ihr seid die Ersten, die es herausfinden werdet. Aber erstmal hier verkaufen. Die Äpfel hätte ich vielleicht aufheben sollen. Die sind schade. Na gut. Ansonsten behalte ich den Kram erstmal. Mach ganz kurz nochmal Platz. Der Stein kommt in die Kiste. Und dann gehen wir mal Richtung Monstergilde. Wir haben dann genug für 3000, oder? Müsste reichen. Du kommst hier rein. Vielleicht treffen wir noch irgendjemanden. Halt, wir können gucken, ob wir vielleicht Mare und Demetrius begegnen, wenn wir auf dem Weg zur Höhle oben sind. Und schauen. Mare mag auf jeden Fall Erdbeeren und Demetrius mag auch Erdbeeren. Perfekt. Oder muss ich jetzt wieder in den Kühlschrank? Ach komm, für ein Geschenk lohnt sich das. Dann nehme ich gerade nochmal 2 Erdbeeren mit. Muss sie nur in meinem riesen, unordentlichen Kühlsystem finden. Fuck. Ich habe hier mal in einem Supermarkt gearbeitet und hab da die Tiefkühlregale befüllen dürfen. Und da sah mein Lagersystem in der Tiefkühle ähnlich aus. Aber es war immer so kalt, da wollte ich mich da nicht lange reinstellen, um das irgendwie zu sortieren. Es war so kalt. Es war immer so kalt. Im Sommer war das cool, aber zu allen anderen Jahreszeiten auf gar keinen Fall. Ich bin auch hier immer noch so ein bisschen, was geht hier von kaputt? Kann ich die Sachen hier lassen? Ah, ich weiß halt nicht, was hier hinkommt. Ich habe nur von euch mitbekommen, dass hier was hinkommt, aber nicht wo. Und ich habe echt Schiss, dass das alles sprengt und ich die Materialien verliere. Maru! Ist das... Oh wow, Slurp, das haut mich um. Super, das freut mich. Jetzt suchen wir noch deinen Vater. Und dann, der steht wahrscheinlich wieder hier oben, wie immer. Ah ja, perfekt. Du gibst mir das? Das ist klasse. Oh, wie cool, ich konnte beide Geschenke verteilen. Und es ist 14 Uhr. Wir können gucken, was wir brauchen. Er ist zurück. Das ist er, der verlorene Sohn. Komm wieder, wenn du mir was zu zeigen hast, Kind. Okay.
Hier haben wir alles. Uns fehlen Mumien, Pfefferex, Schlangen. Ich glaube, keinen davon gibt's in der normalen Mine. Dafür müssten wir in die Wüste. Mumien, Pfefferex und Schlangen. Wir machen das mal. Wir gehen nochmal schnell in die Wüste. Und wir können uns ja dann relativ schnell wieder zeitig heute Abend zurück teleportieren. Zu viele Teleportationen auf einmal. Mehr Teleportationen! Wir gucken mal hier rein. Hab ich überhaupt irgendwas zu... ein goldenes Relikt. Daraus kann man bestimmt auch noch irgendwas Cooles machen. Huch. Ich muss ganz kurz hier mal gucken. Oh, das goldene Relikt. Da muss ich vielleicht echt mal schauen, was ich daraus bastel. Ich habe nichts zu essen dabei, ne? Ich bin ultra mutig. Und mit mutig meine ich wahrscheinlich nicht so clever. Hier gibt ein bisschen Energie, perfekt. Die Kokosnuss vielleicht auch. Nein. Na gut, wir gucken trotzdem mal. Wir sind ja auch gar nicht so schwach. Berühmte letzte Worte. Mal gucken, was wir an Monstern finden. Bomben habe ich jetzt natürlich keinen dabei für die Mumien. Oh, ich bin so clever! Ach, vielleicht finden wir aber Schlangen. Vielleicht finden wir einfach Schlangen. Das hier ist so ein bisschen routinierte, einfache Mine. Oh, das ist ein Pfefferrex! Schon hat es gelohnt. Gar nicht so verkehrt. Ich glaube, das sind die Schlangen, oder? Und da ist das ganz cool. Nee, cool, hat sich schon gelohnt. Easy, prähistorisches Schienbein. Wow, wow, wow! Ich glaube, er hat mich gar nicht getroffen. Oh, der aber! Geh weg, geh weg, geh weg! Aua, aua! Oh, ein Schuh! Ah, einen Moment bitte, lass mich kurz in Ruhe, ich muss was essen. Und ich will den Schuh mitnehmen. Aber ich brauche ich doch auch nicht, oder? Prähistorische Rippe. Ich behalte euch mal. Wahrscheinlich kann ich irgendwas richtig Cooles aus euch machen. Und die Schuhe, dunkle Stiefel. Plus 4 Verteidigung, plus 2 Immunität. Nein, das sind ja Anfängerstiefel. Nehmen wir trotzdem auf. Allein diese Ebene hat sich jetzt schon mega gelohnt. Für das Achievement. So viele Pfefferex auf einmal. Mega cool. Aua, aua. Wo ist der jetzt, der Weg nach unten? Ah, der ist immer an der Leiter. Cool. Und eine Schlange. Ich glaube, das sind die Schlangen. Oder sind die ganz langen nur die Schlangen? Also, Herr Schleim. Noch ein Pfefferrex. Aua, 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 aua. Ich habe aber echt schlecht gekämpft. Ich habe aber auch nichts mehr zum Heilen. Weniger jammern, mehr Steine klopfen. Steini, Stein. Ist hier einer? Nein. Hier. 7 Ebenen. Heute. Und hier sind jetzt Mumien, oder? Und ich kann sie nicht killen. Gibt auch keine andere Möglichkeit, oder? Miss, 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 miss. Nein. Nee. Ich glaube, ich kann die echt nur. Schade. Mit den Bomben. Ja, aber da hättet ihr ja auch einem Profi zuschauen können. Der hätte daran gedacht. Okay. Oh, jetzt kommen, glaube ich, noch mehr Schlangen. Oh, 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 oh. Ich kill die beiden Schlangen. Hoffe, dass ich die wirklich kille.
Und dann... Oh, da wäre jetzt ein Bomber gewesen. Ah, oh, das war mir aber gerade viel zu risky. Das, wollte ich jetzt nicht riskieren. Wir machen hier gerade nochmal Platz. Und dann geht's noch auf den, ich glaube, die können wir verkaufen, einfach die dunklen Stiefel, oder? Pack mir die auch in die Kommode. Davon habe ich jetzt auch zwei Stück. Ich könnte aus einer vielleicht ein T-Shirt machen. Was kommt dabei raus, wenn ich hieraus ein T-Shirt mache? Oder ich guck mal nach dem... Ich mache daraus mal ein T-Shirt. Machen wir hier gerade noch auf. Habe ich eigentlich 10 Iridiumbarren? Ja, okay, ich bin versorgt. Du kommst mit. Du kommst hier oben rein, bevor ich dich irgendwann aus Versehen benutze, obwohl ich das gar nicht will. Marmor kann hier oben rein. Den nehme ich mit. Die Wolle kann gesponnen werden. Die Fackeln können hier rein. Okay. Sieht doch ganz gut aus. Nehmen wir mal den Tee mit. Dö, 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 dö. 22 Uhr, glaube ich, ist der Gruselmarkt. Die Schuhe machen wir dann hier hin. Das sieht, der Baum hier ist so cool geworden. Oder kann ich die Schuhe hier unten reinmachen? Ja, cool. Und dann gucken wir gerade mal mit dem Nähen. Ah, haben wir schon. Skelett-T-Shirt. Schade. Schade, schade, schade. Wir könnten aber noch... Ne, wir haben für den Bürgermeister haben wir genug dabei. Falls wir Louis jetzt noch was geben wollen. Hier ist auch nochmal gebratene Pilze. Waren die aber auch für den Bürgermeister oder wer mochte die? Abigail nicht. Nee, er mochte die Herbstfülle. Ah, der George. Ich nehme sie mal mit. Ich glaube aber, ich kann gar keine Geschenke verteilen auf dem Markt. Bin mir aber nicht sicher. Von daher nehmen wir es mit. Lieber haben als brauchen. Das ist unser Motto. Wir gehen mal los. Gruselmarkt. Ah, erst 10, oder? Der ist immer so spät. Da liege ich meistens schon im Bett. Gemein. Was machen wir denn jetzt noch? War ich schon mal den Schleim? Wir können die Schleime gerade mal gucken. Oh, hier. Das können wir noch verkaufen. Und wir können die Schleimeier verkaufen. Dann haben wir auf jeden Fall das Geld. Zwei grüne. Grüne haben wir auch schon. Behalten wir die. Ah, das ist doch gut. Nee, dann haben wir bestimmt morgen genug Geld für die Obelisken. Ja, ich weiß, ihr wollt alle mit mir kuscheln. Aber es ist schwierig. Es ist schwierig. Okay. Perfekt, es ist 22 Uhr. Einmal zurück. Hier wollte ich auch mal irgendwann Ordnung machen. Manchmal denke ich mir, unser Hof ist so ein bisschen... An manchen Stellen ist er noch echt ein bisschen traurig. An anderen Stellen sehr, sehr, sehr cool. Und dann komme ich an so eine Ecke und denke mir, ha, da muss man nochmal ran. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Okay. Aber Tante Mani, ich will in das Labyrinth, ich habe keine Angst. Hallo Slurp. Hattest du einen produktiven Herbst? nee, ich kann gar keine Geschenke verteilen, okay. Ah, ich habe zu viel Angst. Hayley, wir können doch zusammen durchgehen. Dann haben wir beide zu viel Angst. ich weiß gar nicht, diesen funky Teppich, ich kann mir nie merken, ob mir die Sachen uns holen können, weil ich glaube, Grabstein und funky Teppich nicht, aber ich will jetzt auch nichts ausgeben. Geh nicht zu nah an den Käfig.
Ich habe keine Ahnung, wie sich diese Skelette bewegen. Gruselig. Aber auch irgendwie ziemlich cool. Warum gibt es kein Kürbisbier mehr? Hi, Entschuldigung. Mein Mund war voller Brombeeren. hi. Magst du die Kürbislaternen? Ich habe sie selbst geschnitzt. Hey Slurp, netter Abend, was? Ich erschrecke mich so leicht. Ich lasse das verfluchte Labyrinth lieber den jüngeren Leuten. Vincent ist beleidigt, weil ich ihn nicht in das verfluchte Labyrinth lasse. Aber er ist doch noch so klein. Ich habe Mauro schon seit Stunden nicht mehr gesehen. Ich hoffe, ihr geht es gut. Der Winter ist ja schon fast da. Die beste Zeit, um etwas Holz und Steine zu horten. Eine meiner Iridiumkeulen würde kurzen Prozess mit diesen Teilen machen. Okay, wir kennen das halt alle schon. Das haben wir mittlerweile schon so oft gehört. Ich freue mich so sehr auf den Patch und hoffe, dass dann auch an solchen Stellen neue Gespräche mal auftauchen. Hier bin ich doch schon mal lang gegangen. Nein, warte. Ich habe mich verlaufen. Grusel-Zombie-Hände. Der Fernseher ist nach wie vor für mich das Gruseligste an dem Ganzen. Und die Baba-Jaga-Hütte. Die Dämpfe aus diesem Kessel, sie machen mich ganz schwindlig. Aber ich kann mich einfach nicht abwenden. Oder der Fernseher ist, wie gesagt, das würde bei mir in so einem Horrorhaus super ziehen. Ich kann nicht weiter spinnen. Und du Abenteurerin, das schaffen wir. Einfach mir nach. Wo war jetzt die Abkürzung? Hier, oder? Ja. Demetrius und Linus. Es werden Sprechblasen angezeigt, aber ich kann nicht mit ihnen reden. Das ist so schade. Und der goldene Kürbis. Soll ich den auch verkaufen? Oder soll ich den aufheben? Kann man daraus ein cooles T-Shirt machen? Und wir gehen zurück? Ich weiß nicht. Ich glaube, wir haben genug. Ich kann den, glaube ich, zu einem T-Shirt verarbeiten. Mal gucken, was bei rauskommt. Oder eine Hose. Weiß ja nicht. Oder ein Hut. Vielleicht kommt noch so eine coole Kürbislaterne als Hut raus. Dann kann ich als der Kürbiskönig gehen. Habt ihr Nightmare Before Christmas geguckt? Großartiger Film. Mag ich total gerne. Okay, wir gehen einmal zurück. Wir können uns leider nicht teleportieren. Das wäre jetzt natürlich an dieser Stelle großartigst. Ach ja. Nein, hat gut getan nochmal. Darüber die Angst zu machen. Eine gute Entscheidung. Na, wir belassen es heute bei diesem einen Tag. War jetzt schon lang genug. Wir gucken gerade nochmal, ob wir den weiterverarbeiten können, den Kürbis. Und dann bin ich gespannt, wie viel Geld wir gemacht haben, ob das reicht. Ich bin mir aber ziemlich zuversichtlich. Oh, ein Hut. Ein Hexenhut. Wie cool. Oh, der ist großartig. Der ist großartig, der Hut. Ach, wie cool. Aber ich mag meinen Strohhut lieber. Aber der Hexenhut ist toll. Super. Allein das hat sich schon gelohnt. Jetzt ins Bett. 3000 waren es nur, oder? Ja, hier, easy. Easy. Ah, dann hätte ich ja doch noch vielleicht einen Grabstein oder den Funky-Teppich holen können. Direkt mal 30.000 gemacht. Und das nur aus irgendwelchen Resten verkauft. Nice. Nice. Und da haben wir die Millionen und können den Obelisken bauen. Okay. Die Erfolg ist schon rum. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Mir hat die Folge gerade echt gut getan, einfach um so ein bisschen den Alltagsstress loszuwerden. Für mich war es super. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Wenn es so war, Daumen hoch, freue ich mich wie immer. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dann. Ciao.